Ich weiß, ich hab doch noch Lust. Aber mich fiel jetzt gerade ein. Nein, bitte. Ich hab ein, zwei Punkte nicht nachgeguckt, ob da noch was ist. Fiel mir eine. So. Nein. So. Oh weia, heiliger Strohsack, da sind ja noch mehr von diesen Biestern. Boah, die schleppen ja Eier ohne Ende. Wenn wir hier fertig sind, müsst ihr erstmal den Kammerjäger rufen. Okay. Ich dachte, man könnte da noch rüber hüpfen. Das da. Deswegen habe ich da nochmal geguckt. So. So, jetzt geht's aber weiter auf die zweite Ebene. Auf zur zweiten Ebene. Aber die Kugel hat ja... Oh, ich würde jetzt nochmal gerne die Melodie hören. Weil leider haben wir die Kugel schon. Achso, das hatten wir schon. Ups. Aber schade. Was mit der Melodie hatte ich gerade gesagt? Achso, ja, würde ich gerne nochmal hören, aber leider haben wir die Kugel ja schon losgeschickt. Ne, diese Ebene, die habe ich bei meinem allerersten Durchspielen übersehen, obwohl die so offensichtlich war. Das ist unglaublich. Nein, danach habe ich es noch zwei und dreimal schon durchgespielt, aber sowas offensichtlich ist, dass ich das übersehen habe. Achso, nee, nach unten müssen wir. So. Nach hier. Und wir nutzen den Speicherpunkt. Auf jeden Fall. Ja, weil ich weiß, was jetzt kommt. Und ich habe keine Lust, gegen die Viecher zu kämpfen, weil es weniger bringt als das, was man normalerweise machen soll. Aber wir werden es jetzt gleich sehen. So. Oh, Flamer sind hier auch anwesend. Diese Viecher hier. Sprecht, Fremdlinge, seid ihr im Namen der Familie Denkelbrand unterwegs? Ja. Dann müsst ihr auch die Antwort auf folgende Frage kennen. Dankwart? Mal sehen, was er es zu fragen hat. Was kann nie verlieren oder verdient werden und wird doch immer verschwendet? Aha, ein Rätselspiel, damit kenne ich mich ja schon aus. Zeit. Die Weisheit des herzöglichen Familie spricht aus euren Worten. Ihr dürft euren Weg fortsetzen. Ah, es gibt sogar hier Speicherpunkte nach jedem. Ja, so, auf jeden Fall muss ich jetzt gerade eben neu starten, weil gerade beim Speicherdings hat sie Webs ganz getötet. Sprecht, Fremdlinge, seid ihr im Namen der Familie Denkübern unterwegs? Aber sicher doch. Da müsst ihr auch die Antwort auf folgende Frage kennen. Mach's kurz. Onkel und Brüder habe ich keine, aber dieses Mannes Vater ist mein Vater. So. Onkel und Brüder habe ich keine, aber dieses Mannes Vater ist... Onkel und Bruder habe ich keine, aber dieses Mannes Vater ist mein Vater. Dein Sohn? Die Weisheit des herzlichen Familie spricht auch irgendwann eher davon, wie ich weiß. Gott, oh Gott. Ich möchte noch einen Speicherpunkt. Sprecht bei mir, seid ihr im Namen der Familie Denkelbrand unterwegs? Lasst euch mal einen neuen Spruch einfallen. Wir sind's immer noch. Dann müsst ihr auch die Antwort auf folgende Frage kennen. Ja, sicher. Was ist schlimmer als der Tod und besser als Liebe? Die Toten essen es, aber wenn es die Lebenden essen, sterben sie einen qualenvollen Tod. Etwas anderes? Nichts. Die Weisheit des Herzens spricht aus eurem Mund. Ihr dürft die nächste Frage beantworten. Schön, dann aber mal ab ins Köpfchen, Fifi. Was? Noch eine Frage? Aber bei dem Kumpel müssten wir doch immer nur eine einzige Frage beantworten. Ey, das ging aber zu schnell weg. Der Erbe der Denkelbrand kennt alle Antworten. Ja klar, schieß los, Alter. Wir machen das schon.
Es braucht für sich die klare Luft, doch anderen lässt es atmen nicht. Stechend, beißend ist sein Duch, doch spendet sein Aeon nicht Feuer, oder? Feuer! Die Weisheit der hässlichen Familie spricht aus euren Worten, ihr dürft die nächste Farbe. Der Kerl sieht nicht nur aus wie ein Verbrecher, er redet auch wie ein... Hätte sich euer Ahn nicht ein paar andere mehr Sätze ausdenken können, Langfahrt. Fantasie war noch nie die Stärke meiner Familie. Entschuldigt bitte, ein paar Scherze unter Familienmitgliedern, sonst nichts, du kannst weitermachen. Was geht auf und ab und bewegt sich nicht? Auf und ab und bewegt sich nicht? Krebs? Nein. Zeig eine Uhr? Oh, nee, der bewegt sich im Kreis. Das Leben? Nein, das geht nicht wieder zurück. Hey, eine Leiter. Kann hoch, runter. Und die bewegt sich nicht. Also sie geht auf, ab, aber eine Treppe auch. 50-50. Ich nehme die Treppe. Die Weisheit der herzlichen Familie spricht aus euren Worten. Ihr dürft euren Weg fortsetzen. Puh. So. So, jetzt geht's los. Jetzt kommen die tödlichen Pfeilen. Nicht wo wir sind oder sein werden, sondern wo wir nicht sind, werden wir sein. Hä? Habt ihr das verstanden? Nein, aber es scheint mir, dass es tieferen Sinn gibt, der sich hinter den Nightingale-Bulletin Worte verbirgt. Nicht wo wir sind oder sein werden, sondern wo wir nicht sind, werden Wege sein. Das ist mir zu hoch. Aber man, nicht wo wir sind oder sein werden. Also da, wo wir nicht hingehen, sondern wo wir nicht sind. Also da, wo wir hinwollen oder sein hinwollen. Da ist nicht irgendwie, sondern da, wo wir nicht hingehen wollen, da werden wir sein? Hä? Ich check's nicht. Ich weiß aber, dass hier irgendwann ein Kommentar kommt. Mir raucht der Schädel, ich sehe überhaupt keinen Sinn darin. Hm. Ist euch nicht aufgefallen, dass die Worte immer mit den gleichen Buchstaben beginnen? Norden, Westen, Westen, Süden, Osten, Süden, Westen, Süden... Westen, Westen, Norden, Süden, Westen, Westen, so, Süden, Wetten? Das muss ich nochmal notieren. Norden, Westen, Westen, Süden, Osten, Süden, Westen, Süden, Westen, Westen, Norden, Süden, Westen, Westen, Süden. Kommt noch ein Kommentar von Langfahrt? Ich frag mich das. Komm, ich möchte doch einen Kommentar hören. Ich werde einfach nicht schlau aus der Sache, Langfahrt. Sagt mir, was wir tun sollen. Ich finde, es hört sich an wie eine Richtungsangabe. Norden, Westen, Süden, Osten. Das sind alles Himmelsrichtungen. Ich vermute mal darauf, dass ein Zingerweg auf den einzigen Weg ist. So, das muss es gewesen sein. Okay, hier speichere ich. Mache einen kurzen Cut und dann werde ich euch die ganzen Todesfallen vorstellen.